Moin Leute, euer Trace hier. Willkommen zu einer weiteren Folge von Bortle. Hier geht's weiter. Okay, fangen wir an. Ja. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo ich war und was die da hinten die ganze Zeit reden. Ist doch egal. Im letzten Abenteufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagen die im Labor. Hä? Blaue Farbe. Muss ich da rein? Oh, ja. Muss. Oh, das ist interessant. Aber der hat mit der blauen Farbe, glaube ich, bis jetzt immer mit. Doch. Wie so ein Trampolin. Mal her. Aber das ist dann die alte, Jungs im Labor, wie heißt das? Die Kontrollgruppe alte Testkammer, okay. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ach nö. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Das ist jetzt nicht so meins, wenn du die ganze Zeit über Kontrollpumpen redest, du. Ja. Ah. Okay. Ja, ey. Ja, ich habe schon wieder eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Was eine Schande von mir, aber... Schick. Das kommt davon, wenn man immer weniger Zeit hat. Naja, eigentlich habe ich recht viel Zeit, aber ich habe immer weniger Lust. Nicht um aufzunehmen, sondern eher immer weniger Lust, andere Spiele zu spielen. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn einbringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleibunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Oh, da hinten, da will ich ja hin, ne? Ah, okay. Ach du Scheiße. Das Ding ist so alt, das Ding macht sogar die Blöcke kaputt. Interessant. Instabiler, komischer Kubus. Rauf der! Will ich jetzt da oben, glaube ich, hin, ne? Wohl. Das macht jetzt Sinn. Und drüben. Okay. Das war jetzt geraten, aber okay. Boing, boing, boing. Ich bin Mario, ich kann Walljumpen. Mario. Vermutlich. Ja. Genauso. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, ja, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Klasse. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Okay. Ihr handelt mit Dingen, die ihr nicht definieren könnt. Ihr seid merkwürdige Viecher. Glaubt mir. Oh Mann. Aber Aperture Science Innovators. Ich meine, das ist jetzt die ältere Blabliblub. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest.
Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Ja. Asbest. Ja, wie geht's weiter? Hä? Wo soll ich hin? Da? Nee. Nach oben. Da oben steht Exit. Da muss ich, glaube ich, hin. Aber... Mäh! Ich habe keine Ahnung. Jetzt bin ich etwas überfragt. Ist man hier und da sehe ich was, aber, ne? Da oben. Huch. Ja, jetzt komme ich weiter. Zumindest so ein bisschen. Aber etwas Konkretes sehen tue ich nicht. Mäh. Das ist doch zum Kotzen. Wohl? Ja. Hä? Ha, dein Stil gefällt ja. Mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen entlassen, nur weil er am Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rampen sind teuer. Oh. Ah. Aber das mit diesem komischen Glibber finde ich irgendwie kacke. Okay. Platsch. So, jetzt sollte es eigentlich gehen, ne? So, irgendwie. Soll ich das jetzt echt so machen? Nee. Ich muss ja irgendwie rübergeschleudert werden. Aber auf die Art und Weise auf keinen Fall. Glaube ich. Nochmal. Also das Ding, also ich glaube nicht, dass ich so weit fliegen kann. Nur weil ich hier einen habe, wo ich höher springen kann, heißt es doch lange nicht, dass ich auch
Oh. Nee. Hä? Ich bin überfragt. Leute, Hilfe. Das ist doch zum Kotzen, Mann. Hä? Los, klatsch ein bisschen was runter. Vielleicht funktioniert das ja. Das funktioniert sogar wirklich. Aber ich kann auch schlecht von da aus darauf springen. Das ist schlichtweg nicht möglich. Boing. Weil nicht möglich und so. Oder geht das echt anders? Jo. Klappt doch. Wenn da Enter steht, dann okay. Das klappte. Das klappte gut. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Aha. War das nicht Fluor? Das macht er. Nee, Fluor ließ das Gehirn verkalken. Ist in fast jeder Zahncreme drin, übrigens. Damit ihr euch erstmal richtig Angst macht oder wenn so was ähnliches. Wenn du zur Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinem Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid, denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir raus operieren. Okay. Da ist Water. Ach, Wasser ist komisch. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Okay. Ich finde das mit der Gravitation hier echt ein bisschen zum Kotzen. So, richtig. Ich meine... Ich könnte eigentlich, ja, warum irgendwie auch nicht. Ja, so geht's auch immer.
große Farbkugel. Immer Blase, ne? Blase, Blase, Blase. Ich will auch so eine Paprikan haben. Irgendwie ist die cool. Zumindest so ein bisschen. Ist auch hoch. Brauche ich bestimmt noch eine Wand, wo ich... Was soll ich damit überhaupt? Irgendwas wird es wohl geben. Also da ist Blase, Kugel. Kugel, Blase. Das ist zum Kotzen. Wie mache ich das? Ich will da ran, dass ich das... Ah. Naja. Okay. Geh mal her. Das funktioniert schon. Orange, ja. Da ein bisschen was, da was, da was. Platz. Ey. Okay, ich spring darauf, dahin, da, Platz, nee. Irgendwie klappt das, aber ich weiß gerade nicht wie. Kann man das Ding nicht auch anschalten? Noch nicht auf die Lösung so ganz. Oder ich muss einfach von... Ah. So. Also ich will ja irgendwie da hoch. Das heißt, ich muss ganz schön tief fallen. Wenn ich ganz tief gefallen bin, muss ich, glaube ich, dagegen. Okay. Okay. Ich frage es, wie falle ich sehr tief? Hier irgendwo runter vermutlich, ja. Kann ich aber nicht. Das wird es auch zu einfach machen. Darunter. Ja, okay. Ich nehm's. Boff. Ja. Das klappt weh. Oh. Hörst du das? Jo. Das bedeutet, du verbrennst zwischen den Tests sehr viel Zeit in dem Flur. Gar nicht. Warum sagen Sie, das könnte eine Angstreaktion sein? Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die in Löchern ihre roter BHs brennen könnten. Die war niemals Astronaut, Tanzsoldat oder Goldschirm. Und das waren nur wir. So nehmen wir die Welt. Also ich habe damit jetzt nicht gerechnet, aber ich nehm's. Und das mit dem Auswaschen des Würfels ist ja klar, ne?
Aber ich verstehe immer Folgendes nicht. Och ja, geil, geil, geil. Nee. Nicht so ganz. Was brauche ich da? Blau, ne? Ach Gott. Mach mal so, dass ich richtig fall. Ja, so, so. Blau. Alter. So. Blau. Alter, wieso bin ich so disabled, dass ich das nicht kann? Ernsthaft? Was zur Hölle? Wieso klappt das nicht? Jetzt warst du da dann auf das falsche Portal. Krieg das noch hin. Irgendwann. Aber. Ich verstehe nur nicht, wieso die immer so krumm spawnen, dass ich dann. Also es ist ja klar, was sie versuchen, ne? Ich frage mich gerade, ob sich das überhaupt lohnt. Unsicher tatsächlich, aber irgendwie ging das auch bestimmt auch leichter. Ja. Ich glaube, ich muss von da aus einfach nur den Würfel da wegpacken. So geht's auch. Passt immer. Aber es nimmt schon wieder voll lang auf, ey. Ja, was heißt voll lang? Aber ich mache ein bisschen. Ich glaube, das Kapitel kann ich noch zu Ende machen. Ich hoffe. Sachen packen, durch die Tür, rein ins Auto, gute Fahrt. Okay. Hat er damit jetzt gemeint, dass ich nach Hause kann? Das wäre cool. Aber ich hätte eigentlich schon gedacht, dass das Spiel ein bisschen kürzer wäre. Ich meine, das andere Portal war ja echt minimal im Vergleich, glaube ich. Aber das hier hat auch echt mehr Aspekte. Glückwunsch. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Ach du Scheiße. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Also... Da wird es wahrscheinlich nicht entlang gehen, was klar ist, aber naja. Wäre auch zu schön, ne? Lass mich raus. Ah, da geht's glaube weiter. Das heißt, ich muss halt wieder in die andere Kammer gehen. Boah. Das kotzt doch an.
Okay, da oben. Bah. Nee. Okay, wieder irgendwie da oben. Nein. Aber, da oben muss viel, weiß ich, ach so. Vom... Nee. Ich bin verwirrt. Ich muss doch irgendwie... Nee, nicht so, aber... Cool, das war ein gruseliges Geräusch. Aber warum? Ah. Frage ist nur, für mir das, was mir das bringt. Ah, das bringt's mir. Einlassen. Ey, nicht schon wieder, oder? Ja. Einfach beide Schalter drücken. Mir egal, was passiert. Aber das ist doch doof. Jetzt redet keiner mehr, außer ich. Das gefällt mir nicht. Ich meine, ich will doch einfach nur ein bisschen Unterhaltung haben. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave? Was kommt bei diesem Test auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefon. Nicht! Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will 60 Dollar? Alter. In Bar. Ihr könnt euch auch gerne das Schwachsinn im Wartezimmer entspannen. Das wie geht das jetzt weiter? Ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen. Genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Okay, da oben muss ich hin. Ter oben muss ich hin. Witzig. Das wird immer wieder so sein, oder? Oder? Vermutlich. Oh Mann. Jo. Hallo? Nein. Ernsthaft? Ernsthaft? Ein scheiß Vogel hat die Kartoffel geklaut. Was zur Hölle? Aha. Schon gut. Die Waffe enthält sicher Magnesium. Ich
das funktioniert immerhin halbwegs. Okay, ich muss echt sagen, ganz ehrlich, ich habe jetzt eine Kartoffel bei mir. Aber ich habe ja schon gesehen, dass sie zur Kartoffel wurde. Und ich meine, ich bin jetzt ja, wie gesagt, im guten Teil und das geht auch. Ich würde sagen, das war's erstmal mit dieser Folge. Ist auch mal wieder relativ lang geworden, aber passt ja. Wollte das Kapitel durchspielen. Jetzt sind, glaube ich, nur noch 2 Stück über, oder? Weiß ich nicht genau. Lief ja ganz gut. Glaube ich. Also, ich bin ja durchgekommen und blieb nicht einmal so richtig hängen, aber egal. Also, ich wünsche euch dann mal noch einen schönen Tag. Ich bin euer Trace, wie ihr wisst, und dann mal tschö mit ihr.